Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser? Sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Und jetzt? Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Da stopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an, die Ladestöcke gerupft wie Hühner und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen, solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Es ist so cool und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich heiße euch herzlich willkommen. Edward hat euch schon willkommen geheißen. Ade Wale ebenso. Und wir gehen hier mal vor Anker. Wir treffen gleich auf Lachram und Marseille fest zurück. Wir sind gleich treibgut, Captain. Einholen und aufgeilen. So, Leute, ich gehe mal an Land, ne? Captain ist außenbord! Oder sollen wir mit dem Schiff dort anlegen? Versuchen wir das erstmal. Oh Gott, wenn wir es von außen sehen. Eieiei, das hat ja richtig auf die Schnute bekommen, unser Boot. Schiff, Brick, die Jackdaw. Die Jackdaw. Captain ist am Ruder. Segel setzen, Bewegung! So, da ist seichtes Wasser. Da sind Spanier. Alles nicht so gelaufen, wie wir es eigentlich uns vorgestellt hatten. Raus aus dem Wind! Hauptsegel aufgehalten! Hauptsegel bergen! So, wir haben sogar Aufzug hier. So, dann können wir vorne direkt an zu Land. Ja, müssen wir nicht großartig schwimmen, aber... So, Tiere jagen. Ja, kennen wir alles. Ein Ocelot per Luftattentat. Wie riesig diese Leguane auch sind. Gut gewachsene Tiere.
Ne? So, das Animus-Ding haben wir. Haben wir dich. So. Wo ist das Animus-Fragment? Diesen Baum hier hoch. Hopp. Hopp, top, auf den Baum. Erledigt. Danke, Miezekatze. Neuen Holz herstellen. Gesundheitsupgrade 1 herstellen. Alle Wale wieder treffen, alles klar. Und das ist dieser Synchronisationsbaum. Ja. Mal guck mal da. Noch ein Fragment und eine Truhe. Kommen da hoch? Durch von da. Über diesen Baum. Jupsi. Und sehr schön. So, Süden. Da waren noch zwei Geheimnisse zu finden. Alles Häuten, was wir brauchen können. Tada. Hi, Kumpel. So gefällt mir das.
Koordinaten und die Insel dazu. Ein weiteres Manuskript. Kommen! Hallo! Voll süß! Und diese Mann nicht abgehauen! Naja, ich bin ja auch nicht Captain Jack Sparrow. Ich bin Captain Edward Kenway. Plansch, plansch, plansch. So, jetzt nur noch hier hoch wieder. Und dann geht's weiter, hoffentlich nach Nassau. War da gerade ein Hai? Das Schiff sieht aus. Warte, warte. Ahoi, Captain. Gefunden, was du brauchst? Zwischen brauchen und wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Lichten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Dann machen wir das doch. 100% Synchronität. Auf geht's. Mehrere Pistolen. Großsegel setzen! So viel Segel, wie ihr könnt! Und Reisemodus. Und singen. Es ist so... Okay, wie weit müssen wir denn? Nach Nassau, jawohl. Hi, ich bin's, der Edward vom Ladescreen. Ich laufe so ein bisschen rum, kann man so sehen, ja so, da läuft meine Füße so auf dem Fußboden im Animus, an meiner Workstation. Nassau, Bahamas, September 1715. Na los, Captain Kielbock! Sag mir, ich stehe unter Arrest! Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Nassau. Oh, ist bildtechnisch schon grandios. Waffenhändler. Hallo, Kneipe. Old Avery Tavern. Warte, warte. Wir stellen ein. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns.
Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kitt. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Crew der Jackdaw. Diese Anzeige repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource und mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Es gibt 2 Möglichkeiten: neue Besatzungsmitglieder anheuern oder Seeleute in Tavernen anheuern oder Piraten in Not helfen. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Oh, musiktechnisch. Hier ist Captain Kidd, von dem wir im letzten Teil den Ring gefunden haben auf der Schatzinsel. Captain Kidds Schatz. Echt unhöflich, die ganze Zeit auf Leute zu zielen. So, was haben wir hier noch? Und der Betrunkene. Sieht ruhig, da dieses ist oben. Aber nein, hier haben wir sie. Sehr schön. Eine von 22 Truhen in Nassau. Ja, hier ist dann auch wieder dieses Sammelfeeling ganz, ganz vorne mit dabei. Welche sind jetzt am nächsten? Na, der im roten Kreis. Aber cool, dass sie Englisch sprechen. Na? Sehr schön. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich da auf der Vogelscheiße weglipsche da oben. Aber ist alles gut gegangen. Niemandem ist etwas passiert. Wir leben alle fröhlich weiter. Oh, guck mal, da guckt sich immer die Toten an. Oh, die sind tot. Da hat die Kirche einen Keller? Wohl nicht.
Aber hier ist eine Mine. Oder ein Keller oder eine Mine. Unter der Kirche, weil man da sowas dahin baut. Einfach so. Okay. Einfach mal ganz woanders wieder rausgekommen. Hinterher. Yay, den Shanti haben wir auch. Nee, da müssen wir in die Festung rein, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Halt den Maul, Junge. Ich schlitz dir sonst deine Beine ab. Ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Meshugge. Wer ist Meshugge? Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Gern geschehen. War ich doch gerade schon. Naja. Haben so schnell neue gefangen. Ja, er hat auch wieder neue. Und die Piraten hier sind nicht die schnellsten. Na, handelt nur mit Schiff-Captain, okay. Wachnet-Waffen und töten. Auf das Seil schießen, um den Piraten zu retten. Ja. Ups. Hoppla. Richtig schlimmer englischer Akzent. Okay, da oben rein. Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Spricht ja aber schnell rum, dass ich hier bin. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu viel. Fuck, ja. Es war zu erwarten. Mega dumm angestellt einfach. Ach. Entwaffnen.
Ach, ich kriege ja schon raus mit dem Erwaffnen. Kann nicht so schwierig sein. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler... Waffe abnehmen war das. War der Schlüssel zum Entwaffnen. Gott segne euer Zeitgefühl, Kenway. Timing kann ich. Na, Priester, was geht? Okay, da müsste ich für in die Festung rein. Na, gehen wir doch mal die Mast hier im Zeltlager hoch. Wie auch immer der hier gelandet ist, der Mast. Und hoch. Tada. Gab schon schönere Aussichten. Das war ein Dreifach-Hüpfi. Weitere Truhe versteckt sich hier. Notenblätter sammeln 5. Na dann. War das ja echt recht easy gerade. Also gehen wir doch mal zurück zur Taverne erstmal. Jo. Okay. Kann man ruhig mal machen. Hui. Ah, da unten war der Mineneingang, wo wir unter die Kirche durch sind. Andere Truhe gelootet haben. Und da vorne haben wir die Taverne. Da, wo die Mucke... Mucke muckt. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Kit ist der Einzige, der uns ernst genommen hat. Ja, das mit dem Waffen habe ich ein bisschen verplant. Musik.
Ja, ein bisschen was haben wir ja auch schon gesammelt. Ja. Sehr schön. So lässt sie doch flott Sachen zusammensammeln. Hart am Updancen, der Kamerad. Aber wir nehmen die Truhe hier mit. Und damit haben wir auch schon fast ein Viertel der Truhen. Gehen wir mal zum Schiff. Ich möchte das gerne heute noch in der Folge seetauglich kriegen. Kenway? Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Ei! Wie wär's mit reparieren? Wir haben nur noch einiges zu tun, da ist ja... Ja... Einiges mitgenommen in dem Sturm. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Das wäre eine schöne Beute. Gut. Dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter. Du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten, dass du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschließen könntest. Sir, von Steuerbord! Schiffbrüchiger, treibt auf unseren Kurs! Und eingesammelt. Nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das möglich ist. Da ist Ihre Schwachstelle! Gebt wieder Ruhe, Jungs. Alle mal auf Position! Feindliches Kriegsschiff! Der ringt nach ein Schoner! Spanier! Du hast uns in Stücke! Haltet euch fest! Hä? Wo kann ich meinen Dings ändern? Vollhase! Komm her! Herr Segelmänner! Hauptsegel! Halbe Segel! Auf dein Zeichen, Captain! Manövrierfähiges Schiff. Hauptsegel raff! Sie ist kampfunfähig und auch schon ordentlich leckgeschlagen. Also halte auf jeden Fall die Kanonen ruhig und versenke sie nicht. Geh linksseits in Position! Alles klar. Die Segel einholen! Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Gib mir etwas Fahrt! So. Großsegel setzen, an die Leinen! Holen wir uns das kleine spanische Bötchen.
Zieht sie ran. Tada! Alle abgemurkselt. Gedenko und buen dia, Senor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? Non mi mate, signor. Tengo famiglia. Se lo supplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. So, Zucker, Crew, Rum, sehr gut. Jackdaw reparieren, natürlich. Wir haben Wartung, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Der lohnt sich nicht. Wahrscheinlich ein bisschen weiter nach hinten. Mehr Segel, alle Segel! Jetzt alle Segel, die wir haben! Den holen wir uns. Ist das schön. Feuer! Bis dahin, Sir! Feuer! Das war's für die! Da gehen sie unter! Feuer! Grüß sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Na? Feuer! Halte sie an! Bring die Hauptsegel in den Wind! Okay. Hauptsegel! Halbe Segel! Zieht sie ran mit aller Kraft! Und hol ran. Und Nummer 3. Tada. Aufgegeben? Aufgegeben. Sehr gut.
Jackdaw reparieren. Ein guter Fang heute, Camry. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Feuer! Getroffen, Captain! Na, den nehmen wir noch mit. Yo, heave to! Wenn die sich hier so in den Weg stellen. Die beiden hier. So. Mal ein bisschen Beute gemacht. Schadet nicht. Ja, perfekt. Zuckerholz. Müssen ja nichts verschenken. Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. So, Reisegeschwindigkeit. Ich mag einfach nur der Musik zuhören, das ist unglaublich. Ja, wir haben hier sehr viel Zeit für sehr, sehr viele Gespräche auch während der Seefahrten. Na, sie haben auch bald erreicht, wie es aussieht. Plündern wir auch noch mal kurz. Oh Gott, ist das cool, ey. Ich bin ein sehr, sehr, sehr gieriger Pirat. Come on.
uns aufs Deck kommen, wenn wir dieses Rot überrennen. Hi. Sehr schön, einer hat sich auch wieder angeschlossen. Optimal. Und versenken wir den Rest. Warum auch nicht? Ja, da segeln wir gerade zum nächsten Hafen. Möp, möp, lass mich mal durch, Leute. Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Kräft die Trab- und Tramsegel! Locker trimmen, alle Segel einholen! Und andocken. Hauptsegel bergen! Wen hätten wir denn loswerden müssen? Salt Key Bank. Hi. Puedo ayudarlo en algo. Bitte was? Zack, Rumpfausbau. Oh, Seeleute mit Drehbasten töten, das habe ich gar nicht gesehen. Und drum plündern. Und wir haben vorne einen Jackdaw dran. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut und Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben, wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu fördern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain. Mit Metallerbeuten, dann gehen wir mal suchen. Ja, aber bevor wir jetzt weiter jagen gehen, wird die Folge irgendwie immer und immer länger. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen, denn wir sind jetzt am Ende der Episode. Lasst mir doch am liebsten ein Däumchen da und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Episode von Assassin's Creed 4 Black Flag wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, kommt gut ins Wochenende und haut rein. Bye, bye.